Jo, Leute, bevor das Video beginnt, wollte ich nochmal sagen, ich habe jetzt ein Instagram, aber nichts Besonderes, wo ihr noch so denkt, oh krass, der lädt jetzt richtig viel hoch. Nein, aber nur mal so angesprochen. Ja, Instagram gibt es in der Videobeschreibung oder generell auf dem Kanal in einem Link. Ja, wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Und heute gehen wir uns in ein Thema, das uns wahrscheinlich allen gefällt, und zwar unsere Lieblingsserie COD Call of Duty. Ja, kommt natürlich wieder ein neuer Teil in den Läden, dieses Mal 2024, und zwar Black Ops 6. Call of Duty Black Ops 6. Ja, warum Black Ops 6 und nicht Black Ops 5? Naja, weil Cold War war eigentlich Black Ops 5, deswegen heißt jetzt dieser Black Ops 6. Ich fand den Namen davor, den sie gewählt haben, fand ich ein bisschen besser. So, da haben sie gesagt, ja, es heißt Black Ops Gulf War, aber wahrscheinlich haben viele gesagt, nee, es klingt voll scheiße, aber so. Naja, es ist, jede Meinung ist verschieden. Also ich finde, da war ich den anderen Namen besser. Im Hintergrund seht ihr übrigens so ein bisschen Warzone-Gameplay. Ich bin übrigens nicht gut, das merkt man glaube ich an dem Gameplay. Aber man muss schon sagen, dass die Lobbys dort absolut schrecklich sind. Naja, es geht ja jetzt nicht hier um Warzone, sondern um das nächste COD. Das letzte habe ich ja ausgelassen, weil ganz ehrlich, braucht man nicht. Braucht man einfach nicht, weil erstens Story-Kacke. Braucht man auch nicht wirklich was sagen, viel zu kurz. Story absolut scheiße. Ja, Cliffhanger auch noch, und dann halt noch diese komischen Open Combat Missions. Ja, alles kacke. Zombie Mode auch komplett verkackt. Aber Zombie Mode, da kommen wir dann auch noch später drauf. Das wird dann auch nochmal so geil. Aber wir reden jetzt mal erstmal um das Hauptthema. Ja, Black Ops 6. Was ich nochmal davor sagen möchte, bevor wir um die Multiplayer-Sachen so reden wollen, es wird in den Game Pass kommen, also in den Xbox Game Pass, freue ich mich richtig drauf. Denn es ist immer nervig, die COD-Teile im vollen Preis oder so zu kaufen, jedes Jahr. Deswegen ist es immer am besten, so ein Abo lieber zu haben, statt jedes Jahr gleich 70 Tacken da reinzuzahlen oder sogar 110 für die World Edition, die ich auf jeden Fall keinen empfehlen kann. Also wer sich so einen Scheiß da sich kaufen will, ja, viel Spaß. Geldrechnung lässt sich grüßen. Naja, auf jeden Fall werde ich mir das dann im Xbox Game Pass holen, und dann werden wir mal ein bisschen Story Mode spielen, wo ich hoffe, dass es genauso geil wird wie Cold War. Dann bisschen Multiplayer, wo dann auch richtig viel Neues gibt und sehr viel Zombies. Ja, kommen wir erstmal in den Multiplayer, weil Kampagne will ich nicht so viel sagen, weil ich will es auch selbst ein bisschen genießen mit euch dann ja, im Let's Play. Im Multiplayer gibt es richtig geile Sachen. Es gibt erstmal das große, was mich sogar gecatcht hat, und zwar das Omni-Movement, so nennen sie es auf jeden Fall. Das ist komplett neu gearbeitetes Movement, und zwar kannst du jetzt in jede Richtung sprinten, in jede Richtung sliden und in jede Richtung dolfen. Das sieht jetzt so aus, ich hoffe, ich habe es im Hintergrund an. Man sieht sogar den Vergleich, so oben ist, glaube ich, das alte und unten ist das neue. Also ich könnte es vorzeigen, aber ich lasse es mal lieber. Also du drehst sie so und so und nicht mehr so gestockert. Irgendwie habe ich jetzt echt Lust, das zu zeigen. Aber nee, nee, lass mal, sonst breche ich mir noch die halbe Wirbelsäule. Ja, wird wahrscheinlich ganz neu, wird bestimmt auch am Anfang noch ein bisschen buggy sein, wie bei jedem neuen Movement. Da muss man sich noch reinfixen und noch die Probleme fixen. Schließlich ist das das neue Movement, dann ist es noch nicht im Stein gemeißelt, wie das jetzt läuft. Aber ist schon mal cool, dass sie so was Neues ausprobieren. Ich meine, das letzte neue Movement, das gab es, glaube ich, wann gab es das noch? Ich glaube, das war Advanced Warfare. Da haben sie ein neues Movement reingebracht. Ja,
ist schon cool, dass sie jetzt wieder was Neues machen. Ja, was auch geil ist und was wahrscheinlich viele alte Spiele freuen, sind, das ist das neue Prestige-System, das auf das alte basiert. Das heißt, wenn ihr auf Level 55 geht, wird dann so gemacht, dass ihr ganz eure Waffen verliert und ja, ihr müsst dann halt alles nochmal neu spielen, aber ihr werdet dann in Prestige-Leveln spielen. Also nicht mehr nach Level 55 geht es weiter mit 56 und so weiter, sondern Prestige 1 bis Prestige 10 und was weiß ich. Also die Prestige-Rewards, die freue ich mich auch sehr viel. Das wird richtig geil. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil da hast du auch mal mehr zu grinden und ja, auch mehr zum Angeben, weil, naja, bei den jetzigen Level-Systemen ist es jetzt auch nicht großartig zum Angeben, ja, wow, ich bin auf Level 450 Power-Grenze, ist jetzt auch nichts Großartiges. Es ist schon cooler, sein Prestige zu zeigen, ey, ich bin bei Prestige 1580 und du bist erst bei Prestige Level 100, haha. Na gut. Ja, es ist viel cooler und könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, als Freundes ich lasse es lieber. Ich wollte irgendwas sagen mit so Freundes angeben, aber ich habe ja keine. Gut, kommen wir auch nochmal zu einem coolen Thema, was halt auch die alten Leute freuen und was mich auch freut. Und zwar den Theater-Mode. Man kann endlich wieder Clips erstellen und die dann wahrscheinlich im Spiel so schicken oder gibt es irgendeine Galerie. Ich weiß es nicht, wie das denn so ist. Bestimmt so ähnlich wie du machst einen Clip oder du hast wahrscheinlich die ganze Runde und die kannst du dann abspeichern in so eine Bibliothek. Und ja, was mich aber so ein bisschen stören wird, oder bestimmt wird das passieren, dass dann auch die Dateigröße höher wird, desto mehr man dort reinballert, deswegen habe ich schon Angst. Und man muss schon sich dabei im Auge behalten, dass das Spiel schon ziemlich groß ist, also wenn du jetzt nur Black Ops 6 die herunterlädst, hast du schon wahrscheinlich 93 GB plus dann Warzone sind dann irgendwie 123 und dann hast du wahrscheinlich auch noch die anderen Spiele wie MW3, MW2, was ich halt auch bescheuert finde, weil du hast immer noch das Hauptquartier, das mit übernommen wird. Ja, und dann bist du so bei 300 GB. Ach Gott, das hält doch kein PC mehr aus. Vor allem, weil ich noch irgendwelche Videos da im Hintergrund machen muss. Ich hab noch ein Schnittprogramm. Alter, was soll ich denn da noch machen, Alter? Ich glaube, ich brauche noch 2 Terabyte. Ich habe nämlich nur 1 Terabyte. Aber okay, dieses Problem werden wir schon beheben können. Also das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ja, dann gehen wir mal kurz zum Zombie-Mode rüber. Es wurde jetzt nicht viel Neues gesagt. Nur, dass endlich mehr wieder rundenbasierte Zombie-Mode ist. Also wie bei Cold War, wie bei Vanguard. Aber bitte nicht so schlimm wie Vanguard, weil da gab es halt gar nichts zum Spielen. Also das war ja der einfachste Zombie-Mode, den es gab. Also, hoffentlich wie Cold War. Das hat richtig viel Spaß gemacht. So im Livestream habt ihr das ja auch gesehen. Ich habe mich zwar noch nicht so ganz reingefuchst, aber das lag daran, wenn du halt heutzutage ohne Ahnung einmal in den Zombie-Mode reingehst, das überfordert dich direkt. Ja, ich hoffe, man wird aber mehr in die Hand genommen, weil es hat mich richtig gestört bei Cold War. So einfach reinzugehen, ja, ohne Tutorial. Finde ich schade. Ich hoffe, das machen sie da besser. Es gibt auch sowas wie Story Mode, aber man muss halt so mit einem Squad bestimmte Charaktere auswählen und dann damit halt in den Zombie Mode gehen. Und dann, ja, kommt sowas wie Story. Ich habe es halt auch nicht bei Code War verstanden, wie man da Story aktiviert. Aber okay, das ist jetzt eh egal. Das ist eh alles auf YouTube und so. Ist nicht Wichtiges zum Freischalten da auch. Ja, Zombie-Mode, es gibt 2 rundenbasierte Karten. Eine sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die aus Black Ops 2. Ich hoffe, ich habe da ein Bild. Aber okay. Ja, 4 haben sie da auch noch nicht gesagt.
Ich glaube aber, da gibt es nicht viel zu sagen. Da wird wahrscheinlich dasselbe kommen wie bei Cold War. Und da freue ich mich. Da freue ich mich richtig. Cool, das ist jetzt so das meiste, was ich euch sagen wollte. Wie gesagt, Kampagne will ich erstmal gar nichts sagen, weil das können wir dann alles selber uns angucken, wenn das Spiel draußen ist oder die Kampagne draußen ist. Ja, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.